Bisher haben wir uns hauptsächlich um die Art der Synchronisation oder auch der Originalsprache gekümmert, um die Intensität, um die Spontanität, um die angetrunken eingesprochenen kleinen Takes. Die inhaltlichen Unterschiede gibt es natürlich auch, wobei man ganz klar sagen muss, das ist nicht mehr so extrem, wie es in früheren Jahren war. Also, dass Sachen völlig falsch übersetzt werden und dass man Wortspiele nicht versteht, wie wir es gerade noch in der Simpsons-Folge hier vor ein paar Wochen erlebt haben. Das kommt bei Rick and Morty eigentlich nicht vor. Trotzdem gibt es da auch natürlich inhaltliche Unterschiede. Manchmal hat man sich entschieden, Referenzen auf Schauspieler, auf Namen, die im Deutschen nicht so bekannt sind, zu ersetzen durch was anderes, aber nicht allzu konsequent, denn manchmal hat man es auch im Original so gelassen. Denn wenn ein Schauspieler wie Arsenio Hall, der im Deutschen nicht so bekannt ist, erwähnt wird, gibt es eine Szene, in der das auch im Englischen und Deutschen genau gleich ist. An anderer Stelle, und damit sind wir wieder beim Interdimensional Cable TV, hat man es dann anders gemacht und die Referenzen im Deutschen abgeändert. Und das ist in dem Part mit Gesorb-Sorb-Field der Fall. Schauen wir mal rein, was da passiert ist. Oh, I hate my mom in these days. And I really could go for some enchiladas. Hey, Rick, that's pretty cool. It's just like Garfield, only instead it's Gesorb-Sorb-Field. Hey, isn't Gesorb-Sorb where those sex robots came from? Remember that whole thing? Yeah. Hey, that's a pretty... That's true. That's right. Yeah. Let's watch some more Gesorb-Sorb-Field. Hey, John. It's me, Gesorb-Sorb-Field. Boy, f*** you, John, you f*** dumb, stupid idiot. Come on, Gesorb-Sorb-Field. Go easy on me, huh? You dumb, stupid, weak, pathetic, white. White guilt. White guilt, milk toast, piece of human garbage. Jeez, Gesorb-Sorb-Field, that's, you know, you're pretty mean to me, but that takes the cake. I don't give a f***. I'm Gesorb-Sorb-Field. Field, bitch. Now give me my f***ing enchiladas. Hey, Rick, you know, did they use Bill Murray for this? Sounds a lot like Bill Murray. No, Morty, it's Lorenzo Music. In this reality, he's still alive. Oh, okay. Was his name Lorenzo Music? Yeah, I'm pretty sure. He also did the voice of that one guy from Ghostbusters, which is really strange because it's the same character Bill Murray played in the movie, but then when they made the movie, Bill Murray did the voice of Garfield, I mean. Yeah, that's pretty cool, Rick. So all that happened in this reality too? I don't know. Just making conversation with you, Morty. What do you think, I know everything about everything? Ich hasse Mamumu-Montage und ich hätte jetzt Lust auf Enchiladas. Hey Rick, das ist echt cool. Das ist wie Garfield, nur heißt das Gesorb-Sorb-Field. Hey, Carmen von Gesorb-Sorb, nicht diese Sexroboter? Erinnerst du dich noch daran? Ja, das war echt ziemlich... Das stimmt, du hast recht. Ja, lass uns weiter Gesorb-Sorb-Field ansehen. Hey John, ich bin's, Gesorb-Sorb-Field. Mann, fick dich, John, du scheiß blöder, trottliger Vollidiot. Komm schon, Gesorb-Sorb-Field, sei nachsichtig mit mir. Du blöder, dämlicher, schwacher, erbärmlicher, Dreck, du dreckiges, verweichlichtes Stück menschlicher Abschaum. Weißt du, Gesorb-Sorb-Field, du bist sonst schon ziemlich fies zu mir, aber das ist echt zu viel. Das interessiert mich einen Scheiß. Ich bin Gesorb-Sorb-Fucking-Field, Bitch. Jetzt gib mir meine Scheiß-Enchiladas. Hey, Rick, ist das etwa die Stimme von Bill Murray? Klingt nämlich wie Bill Murray. Nein, Morty, hör doch hin. Das ist die deutsche Stimme von Orlando Bloom. Okay, das ist also Orlando Bloom? Ja, ziemlich sicher. Er hat auch den Typen aus Nachts im Museum gesprochen, was echt seltsam ist, weil ich dann immer diesen Elbentypen vor mir sehe, den er in Herr der Ringe gesprochen hat. Ich krieg das einfach nicht zusammen. Tut mir leid, das ist echt verwirrend. Ja, voll cool, Rick. Ist das in dieser Realität auch so? Keine Ahnung. Ich versuche nur, Konversation mit dir zu treiben. Glaubst du etwa, dass ich alles von allem weiß? So, Volker, magst du denn Gesorb-Sorb-Field? Ich liebe natürlich Gesorb-Sorb-Field. Ich liebe Gesorb-Sorb-Field auch. Wer liebt Gesorb-Sorb-Field nicht? Und wer mag nicht solche weiteren Wortspiele? Wir haben noch etwas mehr davon in einer Folge, in der Jerry mal wieder sich verbal von einem Fettnäpfchen ins andere bewegt, wird er schließlich von Beth zurechtgewiesen, versucht aber zu kontern, indem er ein ziemlich misslungenes Wortspiel vorträgt, das sich auf die Hosen-Jeans-Abteilung von Kmart bezieht. Mhm. Im Deutschen hat man daraus was ganz anderes gemacht. Hauptsache, es gibt eine Alliteration und schauen wir uns mal an, was man sich da hat einfallen lassen. With that. Give us one second. Oh. Were you born with your feet in your mouth? I was transported here against my will in a meatball, all right? So take your attitude to the men's section of Kmart, because you need to cut me some slack. I want you to stand in the corner and face the corner and talk to nobody. Maybe I will.
Eine Sekunde. Möchtest du heute Abend Fettnäpfchenkönig werden? Ich wurde gegen meinen Willen in einem Fleischball hierher gebracht, alles klar? Du kannst deine Meinung gerne in Südamerika kundtun, denn du musst dringend nach Chile zum Chilen. Stell dich mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke und rede mit keinem. Möglicherweise tue ich das auch. Rick and Morty zeichnet sich nicht nur durch seine verschrobenen Charaktere und sehr spontane, merkwürdige Gags aus, sondern auch durch seine unfassbar genialen Einfälle, was das Songwriting anbetrifft. Denn in mehreren Folgen über alle drei Staffeln hinaus gibt es mehrere Songeinlagen, die alle von Justin Rowland und Dan Harmon, Co-Creator, selber geschrieben und auch selber vertont wurden. Und Volker und ich haben uns einen unserer Lieblingssongs rausgesucht für die heutige Sendung, den wir euch jetzt erstmal im Original zeigen werden. Get Swifty. Morty, good music comes from people who are relaxed. Just hit a button, Morty, give me a beat. Oh man, okay, all right, Oh yeah, you gotta get Swifty. You gotta get Swifty in here. It's time to get Swifty. Get Swifty? What the hell is that? It's our world's best effort, that's what. Take off your pants and your panties. Shit on the floor. Time to get Swifty in here. I'm Mr. Bulldogs. Mr. Bulldogs? Don't analyze it, Nathan, it's working. Take a shit on the floor. Time to get Swifty in here. Ja, man glaubt es kaum, aber gerade dieser Song kam bei der strengen außerirdischen Jury extrem gut an und hat letztendlich die Erde gerettet. Ja, bei uns kam er auch sehr gut an. Aber das nur am Rande. Was bezüglich dieser Songs oder dieser Songs nur interessant wird, ist natürlich die Art und Weise, wie er übersetzt wurde. Wurde er übersetzt? Wie wurde er übersetzt? Wie hört sich das überhaupt an? Oh, sí. Monte Rico so. Monte Rico so aquí. Hora de ser rico so. Ponerse ricoso, ¿qué diablos es eso? Es nuestra última esperanza, eso es. Todos a desnudarse, de peque en el suelo. Ponte ricoso aquí, yo soy el bulldog. Es folgt die französische Version. Oh ouais, on va vous faire swifter. On va vous faire swifter ici. Il est temps de swifter. De Swifty? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que notre monde peut faire de mieux, voilà ce que c'est. Mettez-vous à poil pour commencer, on va chier. On va vous faire Swifty ici. Je suis Monsieur Bulldog. Und jetzt schauen wir uns an, wie kreativ die Deutschen darin waren, diesen Song zu übersetzen. Morty, gute Musik kommt nur von entspannten Leuten. Hau in die Tasten, Junge, und gib mir einen Beat. Oh Mann, okay, in Ordnung. Oh yeah, you gotta get Swifty. You gotta get Swifty in here. It's time to get Swifty. Get Swifty? Was zur Hölle ist das? Es ist das Beste, was unsere Welt zu bieten hat. Take off your pants and your panties. Shit on the floor. Time to get Swifty in here. I'm Mr. Bulldogs. Mr. Bulldogs? Hinterfragen Sie es nicht, es funktioniert. Oh. Das war jetzt irgendwie nicht besonders einfallsreich. Ja. Alle Nationen haben sich eine eigene Version ausgedacht. Im Deutschen hat man es einfach im Original belassen. Ja. Na gut, auch eine Entscheidung. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.